Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich befinde mich hier in Wicken im Kanton Luzern. Zum Anfang vom Entlebuch gehe ich da noch schauen, ob die Kirche offen hat. Ja, sie ist offen. Da bin ich jetzt gestartet in Wicken und hier beginnt jetzt auch meine Wanderung. Bist du jetzt wieder auf der Route? Darf ich ein bisschen später sagen, wo es durchgeht. Zuerst auf jeden Fall da drüben diesen Hügel hoch. Da überquere ich jetzt die Ilfis. Jetzt umkehren. Und das jetzt Ilfis abwärts. Vorne, oberhalb vom Bahntunnel, befindet sich noch eine Ruine. Ich glaube, dort oben sieht man sie hier. Hat noch ein paar Mauerreste. Ja, da bin ich jetzt noch flach, bevor da der große Aufstieg anfängt. Und da nochmal einen Blick zurück nach Wicken. So, hier fängt jetzt der Aufstieg an. Jetzt umkehren. Ist nass und schlifferig. Man muss schon ein bisschen aufpassen. So. Jetzt geht's da hoch. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich begrüße euch zu meiner heutigen Wanderung. Ich bin jetzt gerade in Wicken gestartet, habe da einen happigen Aufstieg vor mir. Dass ich natürlich dann später wieder runtergehen kann. Und dann geht es erneut einen ziemlich langen Ausstieg hoch Richtung Erika. Das ist ein berühmtes Aussichtsrestaurant. Dann geht es weiter. Ich habe zuerst geplant Richtung Eckwil zu wandern. Das habe ich jetzt wieder verworfen und gehe jetzt nach Langnau. Wird eine sehr, sehr schöne Wanderung. Ich wünsche viel Vergnügen.
Ja, das ist ein ziemlich heftiger Aufstieg da. Durch einen schönen Ausblick ins Tal zum ehemaligen Bahnhof von Wicken. Und die Sonne kommt auch schon bald. Es soll ja heute für diese Jahreszeit wieder einen heißen Tag geben. Von da hier unten komme ich jetzt hoch. Und geht da weiter. So viele Pilze am Boden. Oh, das ist schon so schön. Und da geht schon mächtig runter. Und oben komme ich wieder auf eine Wiese raus. Da ist ein Bauernhof. Der erste große Aufstieg habe ich hinter mir. Jetzt geht es nicht mehr so weit hoch. Dann geht es wieder runter. Und nachher natürlich wieder rauf. Ein schöner Weg, da dem Hang entlang. Und da vorne habe ich wahrscheinlich noch eine Aussicht. Bin gespannt. Man sieht nicht so weit. Schaut euch doch diese schöne Umgebung an. Jetzt bin ich schon im Zwischental. Und da hier runter. Und ich werde nachher da ganz absteigen ins Tal. Und dann da drüben wieder hoch. Ich glaube, hier habe ich jetzt den höchsten Punkt erreicht von der ersten Bergtour. Und dann weiter vorne kommt schon die zweite. Jetzt habe ich schon angefangen. Mit dem Abstieg wieder. Da wieder ganz runter. Sodass ich dann da drüben, ich glaube hier geht es hoch, dann wieder hochsteigen kann. Von da oben, wo diese Tannen sind, komme ich jetzt runter, am Zaun entlang,
Und jetzt geht es hier in den Wald hinein. Übrigens, ich bin schon fast unten. Da habe ich jetzt einen ganz schönen Moosboden in diesem Wald. Das ist etwas ganz Schönes. Und auch der Weg ist recht angenehm zum Gehen. Und da noch einen Blick nach oben. Ja, da geht es jetzt doch ziemlich steil wieder runter. Und da unten haben wir das Restaurant Schärlik Bad. Da war ich noch nie in diesem Seitental. Und da drüben geht es dann schon wieder hoch. Bin also nur ganz kurz da in diesem Tal unten. Eigentlich einen Abstieg und gleich wieder einen Aufstieg. Jetzt habe ich wieder mit dem Aufstieg begonnen. Ein schönes langes Tal. Jetzt da hoch, dann oben da in diesem Wald durch. Und da drüben, noch ein bisschen hinter dem Wald versteckt, bin ich runtergekommen. Da unten ist das Schärlik Bad, leider heute geschlossen. Und ich bin hier oben, da bin ich durchgekommen. Jetzt habe ich da schon wieder eine Höhe ein bisschen erreicht. Mach da einen großen Bogen und geht da weiter den Hang hoch. Da ganz einen schönen Weg, geht immer bergauf. Durch den Wald, aber es geht nicht mehr weit, komme ich wieder raus. Da sehe ich auf die andere Seite rüber. Ich glaube, jetzt bin ich dann schon bald wieder so hoch wie auf der anderen Seite. Jetzt geht mein Weg dort hoch, hier hoch. Zum Glück macht er noch, ich glaube, zwei Bogen. Übrigens, ich bin schon bald oben. Da unten ist der Weg, wo ich jetzt hochgekommen bin. Und da drüben, bei diesem Haus da, ging mein Wanderweg auch durch. Jetzt umkehren. Steiler Weg, immer noch ein bisschen hoch. Übrigens, da hier befinden wir uns noch im Kanton Luzern. Jetzt hat der Weg einen Bogen gemacht. Dann diesen Hügel herum. Und haben doch schon eine ziemlich große Höhe erreicht. 160 Meter geradeaus weiter. Ausblick ins Emmental. Es wird immer schöner. Jetzt bin ich da auf einer Alp oben. Der Weg geht momentan nicht so steil. Ein
einfach schön, diese Herbstlandschaft. Ja, diese Emmentaler Landschaft. Es geht dann der Wanderweg hier an diesem Hang entlang da vorne da. Und dieser Punkt da vorne ist, glaube ich, fast der höchste Punkt von heute. Oh, ist das schön da oben. Ich habe wieder viel an Höhe gewonnen. Da unten, bei diesem Weg da, bin ich durchgekommen. Es wird immer schöner. Ein ganz schöner Aussichtspunkt. Da vorne von diesem Hof komme ich jetzt gerade her. Und da sieht man sogar in die Schneeberge. Schön. Hier sehe ich nicht so was Schönes. Viel abgestorbener Wald. Warum das da so ist, keine Ahnung. So, jetzt geht's weiter auf diesem Weg. Da kommt wieder ein altes Haus zum Vorschein. Das ist ja da so üblich im Emmental, dass auf jedem Hügel oben so ein Haus steht. Boah, jetzt da geht es dann wieder steil hoch. Aber zuerst mal da die Aussicht genießen. Schön. So, jetzt wollen die mich hier wieder hochschicken. Ja, da hinten ist eine große Flur. Das da oben, das ist der Emiskummehogger. So viel ich weiß, ist das die größte Alp da im Emmental. Und da hier drüben, da müssen Ruth und ich schon durchgegangen sein. Sie ist heute nicht bei mir. Sie muss arbeiten. Darum bin ich alleine unterwegs. Jetzt umkehren. Jetzt habe ich dann schon fast den höchsten Punkt erreicht. Von da bin ich jetzt aufgestiegen, schön Weitsicht in die Berner Alpen. Und ich glaube, da habe ich fast schon den höchsten Punkt. Und da hier vorne ist jetzt das Restaurant Erika. Ich gehe mal schauen, ob die offen haben. Das ist mein heutiges Mittagessen. Käseschnitte. Da im Bergrestaurant Erika.
ihr Blick Richtung Remiskummen. Das ist nochmal das Bergrestaurant Erika. Übrigens, da sind wir schon wieder im Kanton Bern. Jetzt geht es weiter. Ich habe mich verpflegt. Es war lecker, das Essen. Und da nochmal einen Blick in das Emmental. Da befinde ich mich übrigens auf der Kantonsgrenze. Hier auf dieser Seite ist Luzern. Und da auf der anderen Seite der Kanton Bern. Boah, ist das schön. Und die Alp da heißt Geißhaldeneck. Jetzt glaube ich, habe ich den höchsten Punkt erreicht von heute. Und das ist die Signalisation, der ich jetzt folgen werde, Richtung Langnau. Und so sieht es da oben aus, auf dem Remiskummen. Die größte Alp da im Emmental.